Ein Radio, drei Funktionen und super simple Bedienung. Das ist das Hama DR 2002 BT. Und ich glaube, die Zielgruppe ist eindeutig. Ältere Menschen. Und genau deswegen bewerte ich dieses Digitalradio auch genau aus dieser Sicht. Zuerst mal die Funktion an sich. Es handelt sich hier um ein Radio und Wecker mit Bluetooth-Funktion. Dabei unterstützt das Radio DAB und DAB+, also eine verbesserte Variante des Radioempfangs, wodurch eine bessere Audiowiedergabe und mehr Sender möglich sind. Beim Wecker kann man zwei Weckzeiten einstellen, die einem täglich, an Werktagen, an Wochenende oder nur an speziellen Wochentagen weckt. Außerdem kann man auswählen, ob man von einem Weckton oder dem Radio geweckt werden möchte. Die dritte und letzte Funktion ist Bluetooth, wobei Hama auf Bluetooth 5.0 setzt. Klar, jeder junge Mensch würde jetzt sagen, Bluetooth ist essentiell wichtig und man braucht es definitiv. Allerdings, meine Omi sagt dazu einfach nur, dass sie so einen Schnickschnack nicht braucht. Womit ich auch gleich zur Bedienung komme. Diese ist ebenso simpel und gut wie die Funktionen. Die Tasten haben ein spür- und hörbares Feedback, zudem sind sie schön groß und es gibt keine überflüssigen Knöpfe. Auf der Vorderseite sind lediglich die vier Tasten für die Favoriten und rechts daneben sechs Tasten für weitere Funktionen. Es gibt außerdem keine Untermenüs, sondern wirklich nur die Funktionen, die auch auf den Tasten draufstehen. Ich glaube, dazu muss ich auch nicht viel erklären. Suchen sucht Sender, Liste zeigt die Senderliste an und so weiter. Was mir gut, aber auch gleichzeitig nicht so gut gefallen hat, ist der Drehknopf an der rechten Seite. Er ist groß und sehr leicht zu bedienen, allerdings ist er auch gleichzeitig die Bestätigungstaste und manchmal verstelle ich versehentlich etwas, während ich nur etwas bestätigen möchte. Ganz anders wiederum ist das Display, da muss ich wirklich sagen, großes Lob. Es ist zwar nur ein TFT-Display, dennoch kann ich es von allen Betrachtungswinkeln gut ablesen und es ist zudem ausreichend hell. Mit 4,3 Zoll und großer Schrift ist es perfekt für die Zielgruppe. Was den Ton angeht, es kann sehr laut werden, aber es überschreitet sich dabei nicht. 10 Watt RMS bringen die Stereo-Lautsprecher an den Tag. Man kann hier natürlich nicht viele Tiefen erwarten, aber wieder für die Zielgruppe ist das wahrscheinlich auch nicht so von Relevanz. Viel wichtiger, der Ton ist in Höhen und Mitten sehr klar. Eben genau das, was die Omi oder der Opi braucht. Allerdings ist mir nach der Wiedergabe oder auch wenn keine Musik läuft, ein leichtes Rauschen und nach dem Ausschalten ein leichtes Fiepen aufgefallen. Das kommt wahrscheinlich ganz auf das Gehör an, ob man das wahrnimmt oder nicht, denn meine Omi hat es zum Beispiel nicht wahrgenommen. Es gibt übrigens auch eine Variante mit einem Monolautsprecher. Dieses heißt dann Hama DR1001 BT und ist von den Funktionen her identisch, nur dass eben die rechte Hälfte weggelassen wurde für ein noch kompakteres Radio. Das wirkt sich natürlich auch auf den Sound aus. Überschreien tut es sich nicht und allgemein ist der Sound etwas leiser, wobei auch wieder der Fokus auf die Höhen und Mitten liegt. Zu guter Letzt vielleicht noch einmal zu den Anschlüssen, denn auch hier ist kein unnötiger Schnickschnack zu finden. Lediglich Line-Out, der Netzanschluss, ein USB-C-Anschluss für Updates und ein Kopfhörerausgang sind zu finden. Letzterer ist in meinen Augen etwas ungünstig platziert, denn dieser ist auch wie alle anderen Anschlüsse auf der Rückseite. Zusammenfassend kann ich sagen, es ist für ältere Leute ein super Radio. Meine Omi fand es sehr gut, besonders die einfache Bedienung und auch, dass sie das Display ohne Brille ablesen konnte. Das haptische Feedback der Tasten und auch die große Lautstärke bzw. der große Navigationsregler runden für mich das Gerät ab. Und das war's von mir, haut rein!